Willkommen zurück zu der nächsten Folge von This War of Mine. Tag 8. Ja, wir mussten leider in der letzten Nacht ein älteres Ehepaar ausrauben. Es wurde niemand verletzt, aber ja, es war schon ein mulmiges Gefühl, ja, diesen friedlichen Leuten in diesen Zeiten einfach ihren Besitz zu rauben. Wir hatten aber ja wenig Wahl, weil wir müssen für 4 Leute das Überleben sicherstellen und ja, das macht's leider in solchen Zeiten etwas schwieriger. Wenn wir die Möglichkeit haben, werde ich nochmal zurückkehren und eventuell nochmal was in den Kühlschrank legen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas ändert, ob das das Spiel beeinflusst. Schauen wir einfach mal. Wir haben auf jeden Fall eine Menge mitgebracht, was unser Überleben erstmal sichert. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Hungrig und müde. Das bedeutet, wir scrollen hier nochmal raus und schicken den hier direkt mal pennen. Und Pausenklaus geht auch mal pennen, während Bruno was zu essen macht. Ja, das ist sehr schön. So, wir brauchen auf jeden Fall... Ich mach mal 3 Anzünder. So, Bruno hat uns was zu erzählen. Tag 7. Es ist mir völlig egal, woher und wie Marco Vorräte gefunden hat. Es freut mich, dass er nicht mit leeren Händen zurückgekehrt ist. Eieiei, okay. Das heißt, es war auf jeden Fall nicht ohne gedankliche Konsequenzen, zumindest für Bruno, dass wir ja letztendlich unschuldige Menschen ausgeplündert haben. Was es noch einmal schwieriger macht, ja, für die Zukunft zu entscheiden, wie wir selbst unser Überleben sichern und mit wie viel Rücksicht oder mit wie wenig Rücksicht wir in diesem Spiel weiter vorgehen. Oh, wir selbst haben auch etwas zu erzählen. Ne, haben wir offensichtlich nicht. Pavel hat etwas zu erzählen. Diese älteren Leute haben Familienangehörige, die sie unterstützen. Wir sollten nicht mehr von ihnen stehlen. Ja, okay. Das... Ja, muss man... Kann man und muss man so unterschreiben. Ne? Da hat der gute Pavel nicht ganz Unrecht. Und natürlich hat Marco vermutlich auch etwas dazu zu sagen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich musste diese armen Menschen bestehlen. Wir brauchen dringend Vorräte. Auch da hat er nicht ganz Unrecht, aber wir werden dorthin nicht mehr zurückkehren, um irgendetwas zu stehlen. Höchstens um eventuell etwas zurückzugeben. Jetzt müssen wir uns aber erstmal um etwas zu essen kümmern. Und dazu... machen wir auf jeden Fall erstmal 2 davon. Ja, das musste so kommen, ne? Das konnte man fast vorhersehen, dass es den Kollegen dabei nicht gut geht. Aber ja, was soll ich sagen? Es ging halt nicht anders. Es ging nicht anders. So, was sagen unsere Vorräte denn? Wir haben ein bisschen Wasser. Wir haben kaum Materialien bekommen. Ja, das war nicht so weise. Okay. Ja, hilft nicht. Wir... Okay, die sind zu zweit. Wir öffnen die Tür. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, schauen wir mal. Wir leben mehrere Blöcke von hier entfernt. Wir haben gesehen, dass Sie in diesem Gebäude Unterschlupf gefunden haben. Als Nachbarn wollen wir vorbeisehen und Hallo sagen. Wir haben Gemüse aus unserem Garten mitgebracht. Guten Appetit. Oh, 5-mal Gemüse. Leute, wie super ist das denn? Zühu.
Boah, das ist aber, das ist richtig geil von euch, Leute. Vielen Dank auch. Das ist sehr, sehr geil. Einfach mal so vorbeigekommen, um uns Gemüse zu schenken. Das ist richtig geil. So, das heißt, wir stellen jetzt auch hier so eine doppelte Mahlzeit her. Das ist richtig, richtig cool. Ja, auch da. Es ist einfach in solchen Zeiten notwendig, dass man sich unter die Arme greift und man sich gegenseitig hilft. Und das war wirklich sehr, sehr nett von den Menschen. Da gibt es überhaupt nichts. So. Wir machen jetzt erstmal alle Leute satt. Was ist mit dem? Pavel ist immer noch hungrig. Okay, dann isst der jetzt meine Konservendose, weil Bruno jetzt gerade pennt. Und ich den auf jeden Fall gerne für die Nacht wieder fit hätte. Deshalb lassen wir den auch erstmal schlafen. Ja, das sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr gut aus. Bis auf die Tatsache, dass wir ja nicht genug Baumaterialien haben, um irgendwas zu tun. Ich gehe trotzdem hier unten mal in die Werkbank, um mal zu gucken, ob wir nicht doch irgendwas herstellen können. So, für einen Sessel fehlt uns Material. Einen Stuhl brauchen wir nicht momentan. Ja, im Prinzip Anzünder braucht man immer, ne? Aber die will ich jetzt ungern schon herstellen. Wir schauen noch mal. Wir brauchen noch 27 Mal Bestandteile. Das ist nicht gerade beruhigend, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist eigentlich überhaupt nicht beruhigend. Ja. Scheiße, jetzt habe ich verpasst, was Pavle gerade gesagt hat. Irgendwas von Militär. Hoffentlich nichts Beunruhigendes. So, ich warte gerade noch darauf, dass Bruno sich ausschläft und aufsteht, damit wir den Tag beenden können und dann in der Nacht erneut auf Beute zugehen können. Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal keine Lebensmittel zu besorgen und da ist Bruno auch schon ausgeschlafen. Ja, das bedeutet für uns, wir beenden diesen Tag und werden erneut mit Marco plündern gehen. Ich stelle aber trotzdem drei Wachen auf und wir werden eine Menge Materialien, etwas Materialien, große Menge Waffen, Supermarkt. Okay, bombardierte Schule, kleines Wohnhaus. Vorsicht ist geboten. Baufälliges Haus, große Menge Materialien. Obdachlose hatten sich schon lange vor dem Krieg dort niedergelassen. Sie mussten schon immer mit dem Mangel an Nahrung kämpfen. Ich frage mich, ob sie die jüngste Nahrungsknappheit überlebt haben. Wir könnten dennoch erwarten, interessante Sachen in den Verstecken zu finden. Große Menge Materialien. Tja. Wir gehen in die Altstadt und nehmen diesmal die Dietriche mit und hoffen mal, dass das gut geht. So, ich glaube, wir brauchen hier nicht leise zu sein. Genau, so, die Tür
brechen wir jetzt mal auf mit dem Dietrich. Und schauen hier mal rein. Ein nicht abgeschickter Brief. Liebe Mutter, wir alle leben unter großer Anspannung, aber es scheint so, als ob Robert es nicht mehr verkraftet. Sein Verstand zerbricht unter dem Druck. Er wird gewalttätig. Heute war er zu Tatjana sehr grob. Und das nur, weil sie ein Glas Wasser mehr getrunken hat, als ihr Zustand. Ich befürchte, dass der Krieg ihn noch stärker verändern wird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich noch auf ihn verlassen kann. Ich werde versuchen, die Stadt zu verlassen. Ich habe bereits einige Vorbereitungen getroffen. In Liebe, Nadja. Okay, ja. Offensichtlich hat Robert der Krieg sehr zugesetzt und er hat angefangen, seine Liebsten zu bedrängen, zu verprügeln, was immer bedeutet, dass er grob war. Das weiß man nicht. Aber ja, wen wundert das, dass in so einem Gebiet, wo alles zerstört ist, jemand dadurch so belastet wird, dass er vielleicht einfach nicht anders kann, außer Gewalt anzuwenden. Mich wundert das nicht. Waffenteile. Beschädigte Gitarre, beschädigter Helm. Eieieiei. '16, '19. Im Prinzip alles sehr interessant. Damit können wir aber erst was anfangen, wenn wir 27 von den Dingern haben und unsere Werkbank upgraden können. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass wir noch ein paar Teile finden. Vielleicht hinter dieser Tür. Vielleicht aber auch nicht, weil wir hier schon waren. So, was haben wir hier noch? Noch mehr Waffenteile. Habe ich das nicht alles hier gerade schon durchsucht? Oder bin ich bekloppt? Doch, das habe ich alles durchsucht, habe aber einiges liegen lassen. Ja, hier haben wir den Waffenschrank. Ja, ich muss das mitnehmen. Ich kann das nicht hier lassen. Auch die Weste und den Helm kann ich nicht hier lassen. Also den Rest kann man ja hier noch liegen lassen, ne? Aber zumindest die Waffenteile und so, das muss ich mitnehmen. Okay, ich schaue nochmal hier oben. Ob man hier irgendwas tun kann. Hier gibt es noch was. Das ist Munition. Beziehungsweise Schießpulver. So, und wir müssen uns jetzt leider um den Schutthaufen hier kümmern. Also wenn wir es schaffen würden, von den Teilen, die wir brauchen, 27 zusammenzukriegen, um unsere Werkbank abzugraden, dann könnten wir uns, glaube ich, zumindest eine Pistole machen. Und das wäre natürlich super. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir schon Munition haben. Ich meine nämlich, wir haben Munition generell liegen lassen. Und ich kann das jetzt auch gerade leider nicht nachschauen. Damit würden wir aber zumindest unseren Unterschlupf wieder einiges sicherer machen. Wir haben halt momentan nur passive Verteidigung. Unsere Wachen können sich mit nichts zur Wehr setzen. Und das ist nur so halbwegs optimal. Ich
ich würde denen schon gerne die Möglichkeit geben, sich auch aktiv zur Wehr zu setzen und nicht nur mit Fäusten. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Scheiße. Hier ist ein Sniper. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es... Oh, scheiße. Wir haben... Das Problem ist... Okay, wir scheinen verletzt zu sein. Nee, nee, schnell, 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 weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Scheiße. Oh, fuck. Wie können wir denn... Woher weiß ich denn, wo der Sniper ist? Sieht man den hier irgendwo? Verletzt. Fuck. Okay, hier können wir nichts mehr machen. Ja, jetzt wissen wir auch, warum da der Hinweis steht, Sniper. Hier können wir offensichtlich nichts mehr machen. Das Problem ist, ich sehe den natürlich nicht. Und das ist mir ehrlich gesagt jetzt auch zu kriminell. Nee, ich will mich da nicht hinsetzen. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Das nehmen wir noch mit. Dann gehen wir noch mal runter hier. Okay. Ja, Sniper ist natürlich sehr, sehr blöd. Wir nehmen einmal Munition mit. Wir nehmen die leeren Hülsen mit. Schießpulver. Das ist natürlich relativ blöd. Okay, wir scheinen ziemlich verletzt zu sein. Das ist sehr, sehr dumm gelaufen. Das wiederum bedeutet aber, dass wir mit den Waffenteilen eigentlich nichts anfangen können. Mit dem Schießpulver auch nicht, dem Helm und Munition. Damit können wir nichts tun. Und dann würde ich mich eher darauf konzentrieren, andere Teile mitzunehmen. Und zwar halt den Rest. So, wir schauen da nochmal kurz rein. Scheiße. Sind wir natürlich auf den Sniper gestoßen. Dann lasse ich die da. Den Kaffee da. Den Tabak hier. Und fokussiere mich wirklich auf die... Wir sind echt verletzt. Ich sollte zurückkehren. Ja, ja, ich weiß. Ja. Renn mal zum Ausgang, mein Freund. Scheiße, dieser verdammte Sniper. Ja. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von This War of Mine wieder. Bis dahin. Ciao.